Hallöchen, meine lieben Loot-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, freut mich tierisch. Ja, die Karawane ist da. Es war tatsächlich ein bisschen knapp, aber es hat ganz gut geklappt. Und alle haben überlebt. Brauner, Palalogos, alle sind da, alle freuen sich. Palalogos bezieht ihr neues Domizil hier. Und ja, Maxton kümmert sich hier gerade um unseren Gefangenen, den Brauner. Den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Aber endlich wird auch unser Max Security Prison hier genutzt. Und was kann der denn? Der kann pflanzen, ist ein bisschen kaputt. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ja, der ist ein Künstler, ne? Ein Künstler. Den würde ich sagen, wollen wir auf jeden Fall anwerben. Und wir müssen natürlich unserer lieben Palalogos gleich ein paar Sachen zuteilen. Wir können Kitty jetzt rausnehmen beim Kochen, warum auch immer da Kochen noch drin war. Tierpflege macht sie. Das Aufsehen, ja, nehmen wir mal mit. Arzt selbstverständlich, Feuerwehr, Patient, alles drin. Und Handwerk überlassen wir Profis, würde ich sagen. Mittlerweile ist auch in der Zwischenzeit das Schmieden abgeschlossen worden. Was sehr schön ist, das heißt, wir können nämlich hier die elektrische Schmiede bauen, haben aber, glaube ich, ein bisschen zu wenig Strom dafür fast. Müssen wir mal gucken. Wir können sie ja mal bauen. Na, bauen geht immer. Und ob wir sie dann in Betrieb nehmen können, das ist dann, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Es wird hier schon an Mechanik geforscht. Wie gesagt, es ist nichts passiert. Ein Meteorit ist hier gekommen aus Jade, hat ein bisschen die Mauer hier zertrümmert. Ansonsten, Waffen sind noch gekommen. Molotow-Cocktail und ein Messerchen, ein schönes. Gut, müssen wir auch nicht unbedingt haben. Und ja, ich würde jetzt mal diesen unendlichen Kraftstoffreaktor. Ich habe keine, ich glaube, der wird nichts machen aktuell. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß noch nicht, weil ich lasse den mal hier drin. Ich lasse den mal hier drin. Ich glaube, bringen tut er uns noch nichts im Moment. Ich vermute mal, dass das ein Teil der Rimmelfeller-Mod ist, mit der oder das Erlangen von Öl möglich wird. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist hier im Maximum Security Prison natürlich ein paar Annehmlichkeiten zu bieten. Das heißt, Nachttischchen und Kommoden. Ich finde, das ist ja logisch, sollte logisch sein, dass wir wollen ja die Leute entweder zu willigen Sklaven machen oder sie rekrutieren. Im Fall von Brauner ist das tatsächlich rekrutieren. Und da sollte man natürlich möglichst Gefängnisausbrüche verhindern. Ja? Licht bräuchte der gute Mann auch noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wird ja auf jeden Fall gerade liebevoll von Wright gefüttert. Und ja, da ist der Strom erstmal weg, weil keiner Holz hacken geht. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir gönnen den Leuten hier mal das Schlafen. Squirt, wie wär's denn, wenn du was kochst erstmal? Ach so, wir haben ja keinen Strom. Kitty, nein! Ach Gott, die muss sich entspannen. Scheiße. Aber vielleicht machen wir hier mal vor der Haustür ein bisschen. So, das muss reichen, Kitty. Du musst jetzt hier Holz fällen. Ja, jetzt isst sie natürlich rohes Fleisch. Das ist für die Laune nicht sonderlich gut. Ja, da muss jetzt was gemacht werden hier. Was macht sie denn jetzt? Ach, jetzt errichtet sie hier die Fallen. Nein, Kitty, du sollst hier Waldarbeit bitte betreiben. Um das Bauzeug kümmern sich gerade andere. Wir brauchen Holz. Ganz dringend. Ja, da sind natürlich die Prioritäten so ein bisschen komisch verteilt zum Teil. Da wird natürlich erstmal alles gebaut, was gebaut werden muss. Und erst dann wird der Kraftstoffgenerator wieder versorgt. Das ist ein bisschen doof. Aber das hilft jetzt nichts. Wir könnten natürlich kurz mal Squirt einteilen. Für die Waldarbeit. Das kann der zwar nicht, aber dann macht er das auch. Damit wir hier diesen akuten Mangel an Holz erstmal
Gut, er will die ganze Zeit den Bambus machen, ne? Lassen wir ihn mal. Aber die Reise war natürlich leider ist das Ziel der Reise nicht erreicht worden. Squirt und Kitty sind immer noch kein Paar. Naja. Wird schon noch kommen. Aber vielleicht wird es ja was mit Brauner. Ist das eigentlich eine Frau oder ein Mann? Ist eine Frau? Oh, aha. Da könnte was laufen. Squirt baggert sich hier schon dran. Was hast du dir denn Schönes erzählt, Squirt? Erzähl mal. Fröhlichkeit, kennenlernen neue Freunde, Nützlichkeit, Geschichte über Ohren erzähle ich auch gerne. Und ich möchte dir da draußen an dieser Stelle sagen, du hast wunderschöne Ohren. Schließ dich mir an. Ja, gut. So viel dazu. Achso, alle sind Rivalen außer Squirt. Squirt ist ein Bekannter. Brauner hasst alle außer Squirt. Das ist in Ordnung für mich. Was machst du denn jetzt? Ach, löschen. Weil hier ein Blitzchen eingeschlagen ist. Das erledigt schon Monsieur Regen. Ja, Squirt hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Okay. Ja, ist doof, Squirt. Jetzt müsste mal. Achso, wir haben wieder Strom. Das ist cool. Bei Palalogos können wir auch mal das selbst versorgen. Die ist ja auch Ärztin. Die kann das auch selbstständig machen. Aber ich schicke den jetzt gleich mal. Ich wecke den jetzt auf. Der soll jetzt in der Nacht mal ein paar Mahlzeiten zubereiten. Die Leute hier haben Hunger. Okay. Ja. Ach Gott, der kotzt das Fleisch voll. Squirt. Das ist ekelhaft, mein Guter. Und ich sehe gerade, uns geht so ein bisschen der Strom aus, dadurch, dass wir jetzt diese Schmiede haben. Das heißt, wir müssen einen zweiten Generator bauen. Wir können natürlich alternativ auch hier erneuerbare Energie, aber das ist mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, mir ist das immer ein bisschen zu kompliziert mit dieser erneuerbaren Energie. Denn da darf hier kein Baum sein. Das ist, ist mir zu kompliziert, da müsste man Boden verlegen oder so wieder, damit das vernünftig klappt und das ist auch nicht wirklich zuverlässig. Aber jetzt, wo wir jemanden haben zu zähmen, könnten wir eventuell mal gucken. Wir haben hier einen Haufen Bumalopen. Das ist halt immer so ein bisschen eine gefährliche Geschichte, ne? Ich bin da kein Fan von. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim Holzfeuergenerator. Wir müssen dann halt schauen. Wir sind im Regenwald. Ja? Wir sind im Regenwald. Da sollten wir genug an Holz finden, um das Ding am Laufen halten zu können. Wir müssen halt immer darauf achten, dass fleißig die Bäumchen hier gefällt werden in der ganzen Umgebung. Dem Brauner könnten wir auch noch einen Tisch reinsetzen. Das haben wir bislang noch nicht gemacht. Es gibt auch immer einen Bonus auf Freude, wenn sie an einem Tisch essen dürfen. Dann fühlen sie sich nämlich wie normale Menschen. Naja, gut. Meinetwegen. So, aber jetzt haben wir natürlich... Ja gut, Palalogos kümmert sich drum. Bringt sich hier sofort in die Kolonie ein. Kümmert sich um alles, was nötig ist. Und jetzt sollten wir demnächst wieder Strom haben. Genügend Strom. Sofern dieser Generator hier noch aufgefüllt wird. Aber wir haben gerade kein Holz. Aber es wird sich darum gekümmert. Sehe ich hier. Wright arbeitet fleißig. Ah, ist toll mit diesen Androiden. Ich mag die. Oh Gott, Squirt kotzt alles voll. Der hat die Kotzeritis. Ich glaube, der isst jetzt und wird gleich wieder kotzen, oder? Ah, nicht mal. Okay. Gut. Ja, ist ein bisschen blass. Ah, jetzt kotzt er den Reis voll. Mann, Squirt. Wo squirtest du denn hin? Aber bitte kotzt Brauner nicht an. Bitte kotz ihn nicht voll. Dankeschön. Das wäre natürlich jetzt lustig gewesen. So. Gut, hier wird fleißig... Ja, hier wird alles gemacht, was gemacht werden muss. Ne? Das ist wirklich schön. Wir sind Durchreisende unterwegs. Ari und Friedman.
Oh, Adi ist, ist extrem hässlich. Schade. Ich will natürlich nur schöne Menschen in dieser Kolonie haben. Ist ja logisch. Und wir brauchen noch einen Nähtisch, fällt mir gerade auf. Da bauen wir aber gleich eine elektrische Nähmaschine, glaube ich. Das sind natürlich jetzt viele Bauprojekte in Zeiten, wo wir sehr wenig Holz haben. Wir könnten mal gucken, können wir diesen Nähtisch, den könnten wir auch aus Stahl bauen. Na komm, bisschen Luxus, oder? Bisschen Luxus. Nähtisch aus Stahl? Ja, komm. Elektrische Nähmaschine aus Stahl. Immer gut. Stahl haben wir halt gerade sehr viel. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich bereuen. Aber Holz ist im Moment Luxusgut. Leider Gottes. Gut, die lassen es auch hier sehr, sehr fahrlässig herumliegen, ne? Gut, Wright sammelt jetzt hier mal ein bisschen. Oh! Die Unending Enclave überfällt uns. Bradley und Kyle. Ja gut, die werden nicht viel machen. Die kommen nicht weit. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh, Tyler ist auch dabei. Können wir leider nicht gefangen nehmen, weil wir keine Android-Pots haben. Müssten wir erstmal bauen. Und die kosten aber wieder Strom. Das ist ein bisschen blöd. Ja, lassen wir sie einfach mal angreifen. Wie gesagt, wir müssen hier irgendwie noch Strom hinlegen. Das können wir natürlich sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen? Sehr, sehr unelegant machen und einfach eine Leitung hier rüber quetschen. Aber ich finde das nicht so schön. Oh, wir müssen hier noch in Besitz nehmen, ne? Wir haben das noch gar nicht in Besitz genommen hier alles. Deswegen wird das auch nicht repariert. Weil das noch nicht offiziell nicht in Besitz genommen wurde. Was wir machen könnten... Wir könnten natürlich hier so einen Weg bauen. Das heißt... Aus Granit. Zack. Zack. Hier dazwischen so ein bisschen Platz lassen. Und ein Glasdach drüber. Das wäre natürlich der Wahnsinn, ne? Ein Glasdach. Pass mal auf, warte mal. Wir brechen das mal ab. Wir haben wir haben sonst keine Gefangenen gerade. Hier muss natürlich dann noch eine Tür rein. Das ist klar. Man könnte das auch. Ach so, hier geht's gar nicht, ne? Weil hier ist Sumpf. Ach so, okay, gut. Sonst hätte ich das jetzt mittig gesetzt, aber... Sei's drum. Ich lege ja auch ein bisschen Wert auf Aussehen. Auch wenn man es meistens nicht sieht. So, maxen auch mal hier. Er zeigt Interesse an der Gesichtsbehaarung. Das ist nicht... Max, das ist nicht sehr nett. Max, das ist eine Frau. Du kannst nicht Interesse an ihrer Gesichtsbehaarung zeigen. Das ist uncool. Wollte ich einmal mal... Was? Die fliehen jetzt schon. Ach so, sind schon tot. Oh Mann, jetzt haben wir es verpasst. Es tut mir leid. Sorry. Sorry, wir haben es verpasst. Ah, der Angriff ist zurückgeschlagen. Die Gesichtsbehaarung war einfach spannender. Die Gesichtsbehaarung war in dem Fall einfach interessanter. Ich sehe gerade, Kitty ist da ein bisschen überfordert, glaube ich, mit der Feldarbeit. Das heißt, ich teile jetzt mal Squirt noch ein. Der hat halt so viele tolle Talente, ne? Vielleicht nehme ich ihn als Koch raus. Es reicht ja im Moment ein Koch. Und das ist Palalogos. Die macht das schon. Das Gekoche. Ist auch eine sehr freundliche Dame, finde ich. So, was machen wir? Was machst du denn mit dem? Ah, der wird zerlegt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das auch möglich ist. Ich dachte, das ginge immer nur an der Mechanikwerkbank, aber scheinbar geht das auch so. Gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein paar Kleidungsstücke hier nähen. Zusammenzimmern. Wir machen mal... Ja, wir müssen schauen, dass wir möglichst Kleidungsstücke produzieren, die gegen die Hitze helfen. Also T-Shirts machen wir. Hosen gibt's nur in lang.
Cowboyhüte helfen, soweit ich das weiß. Und Staubmäntel helfen auch gegen Hitze. Und ansonsten, ja, haben wir nichts, was wir noch bräuchten. Wunderbar. Maxton schneidert hier so ein paar Sachen zusammen für alle. Ein T-Shirt aus Vogelleder. Warum auch nicht? Hat er es jetzt zerstört? Ne, er hat es angezogen. Ja, stimmt. Maxton lief bislang nur nackig herum. Auch Roboter mögen Kleidung. So, das Messerchen nehmen wir natürlich nur mit. Auch das möchten wir haben. Und Paralogos hat sich mittlerweile was angezogen. Ein T-Shirt aus dickem Fell. Naja, das ist vielleicht für die Hitze nicht ganz so geil, aber Maxton zieht sich hier die ganze Zeit um. Ne? Der geiert sich sofort die geilsten Sachen. Der Lümmel. Ha! Erwischt. So, können wir hier beim Storage, wir haben noch kein Storage erforscht, glaube ich, oder? Doch, wir haben hier so ein bisschen was. Und können hier mal so ein paar Kleiderständer bauen. Aus Holz. So, T-Shirts sind alle genäht. Die lagern wir nämlich dann hier ein. Also Kopfbedeckungen, Rüstungen, edle Kleidung, Hazmat, alles quasi. Hier darf alles drin sein. Auch der Voltec-Jumpsuit. Ich glaube nicht, dass ich mit Voltec-Zeug bauen werde, aber ich finde das ein bisschen overpowered, ehrlich gesagt. Vielleicht im späteren Game dann. Wenn wir mal wirklich so weit sind, dass alles egal ist. Fühlt sich gestresst. Ja, das kann ich verstehen. Du hast kein Licht, junger Mann. Der Mann hat kein Licht. Ich meine, wir könnten schon mal, auch wenn es fürs Erste nicht schön aussieht, aber wir könnten schon mal ein bisschen Strom hin verlegen. Stromkabel natürlich. Und hier eine Lampe reinsetzen. Damit der nicht in kompletter Finsternis hier im Maximum Security Prison hausen muss. Anekdote über Zuneigung, Interesse an der Erscheinung, wenigstens nicht mehr am Bart. Medizinische Luftballons, darüber spreche ich auch immer gerne. Was haltet ihr von Luftballons und brauner Schokolade? Ist auch das Beste, oder? Luftballons und braune Schokolade und der Tag ist gerettet. So, hier wird fleißig eingelagert. Wunderbar. Na, es braucht einfach weniger Platz hier im Lager. Ach ja, hier fällt mir auch noch auf. Du brauchst ja noch Licht, Paralogos. Sag doch was. Hat sich gar nicht beschwert bislang. Die junge Dame. Ja, Licht steht. Jetzt muss nur noch die Leitung zusammengezimmert werden. Wir haben noch genügend Stahl für Leitungen. Ja, fast hat das. Aber Brauner hat keinen Hunger. Doch, natürlich hat er Hunger. Er fühlt sich unglücklich. Das ist sehr schade. Was fehlt dir denn, Brauner? Es ist Oh ja, er hat chemisches Verhungern. Er hat keine Drogen bekommen. Er ist nackig. Unansehnliche Umgebung. Abscheuliche Baracke. Es ist kühl. Er hat in der Hitze... Okay, er hat in der Hitze geschlafen. Und es ist kühl. Ja. Das kommt vor. Ja, die Frage ist gerade, wir haben ja keine Steinchen mehr, glaube ich. Ich glaube uns, wir bräuchten nochmal, müssen nochmal so ein bisschen Granit hier wegbasteln. Aber das können wir ja machen. Pass auf. Machen wir hier mal, wir wollen nicht alles abbauen, wir brauchen immer so Stützen noch. Ich glaube, das müsste klappen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Ja, doch, das sollte klappen. Können wir mal einen stehen lassen. Ich würde jetzt ungern Höhlen bauen im Moment hier, auch wenn wir das später machen werden, aber wenn da Insekten kommen, dann heißt es sterben für alle. Und das muss im Moment nicht sein. So, hier fehlt mir noch ein Boden. Ja, da. Ach, das ist sumpfige Erde. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn wir hier was bauen möchten, müssen wir erst eine Apparatur bauen. Können wir die denn schon bauen? Nein. Also müssen wir eine Apparatur bauen, mit der wir sumpfige Erde quasi in normale verwandeln können. Ansonsten könnten wir theoretisch eine Brücke drüber setzen. Aber das muss jetzt nicht sein. Also ich will jetzt hier eigentlich... Ach, es ist zum Kotzen. Ich hasse Sümpfe. Deswegen spiele ich so ungern im Regenwald, weil da ist immer alles so sumpfig. Ist mir aufgefallen. Ja, man könnte natürlich hier jetzt so eine Brücke bauen. Ah, nee. Nee, ich baue hier keine Brücke. Nee. Lass mal stecken mit der Brücke. Das muss nicht sein. Hier haben wir noch ein bisschen Holz hacken. Wir haben nicht so viel Holz. Also da finde ich, geht tatsächlich noch ein bisschen mehr in Sachen Holz. Jade wollen wir natürlich auch noch abbauen. Das kommt noch. Wichtiger Rohstoff. Cowboyhüte sind hergestellt. Wunderbar. Alle holen sich Cowboyhüte. Wir sind jetzt Cowboys. Yeah, Cowboys. Woo. Ah, die Lampe kriegt hier keinen Strom. Nummer 1 versetzen. Dann ist auch nicht mehr ganz so abscheulich. Ja, wobei, dann sieht er besser, ne? Ah, schwierig. Ganz schwierig. Dann sieht er besser, was hier eigentlich los ist. Naja, gut. Aber das passt schon. Ich überlege gerade, wie wir ihm das Leben ein bisschen verschönern können hier drinnen. Vielleicht, indem wir einfach hier die Oberflächen erstmal glätten. Also ich werde das erstmal auch so lassen. Das ist ein schönes, natürliches Gefängnis. Und ansonsten können wir natürlich Böden verlegen. Das wäre durchaus möglich. Wir hätten, glaube ich, Marmorblöcke hätten wir genug, glaube ich. Aber Marmor ist schon ein bisschen, ne, für einen Knast. Ist, finde ich, Marmor schon ein bisschen dekadent. Oh, die Evelium-Liga greift an. Ja, die kommen nicht weit. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Die werden es nicht weit bringen. Zack. Ah, es ist schön. Das ist natürlich... Na, also... Bitte nicht denken, dass es jetzt immer so laufen wird. Es werden natürlich Angriffe kommen, die wesentlich größer sind, wesentlich stärker sind. Wir werden belagert werden von diversen Leuten. Das ist jetzt nur eine Ausnahmeerscheinung für den Anfang. Königlicher Tributeintreiber kommt vorbei. Ja, nee. Der kriegt jetzt erstmal nichts von mir. Also das ist jetzt eine Ausnahmeerscheinung. Das wird sich noch ganz deutlich ändern. Geschichte übers Betrinken. Ja, Maxen. Damit hast du Erfahrung als Roboter. Ich glaube, du kannst Brauner echt sehr viel erzählen. Ich glaube, die wird nicht... Also so kriegst du die nicht rekrutiert, mein Lieber. Das muss besser werden. Schnuckelhase. So, was wird denn hier gehämmert? Ach so, die Falle wird wieder zusammengehämmert. Okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich könnte ihm natürlich auch einen Holzboden reinklatschen. Das ist auch eine Verbesserung, ne? Holz haben wir ja auch nicht. Ah, es ist ein bisschen ungünstig alles. Ah, es ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Weil wie wir es machen, machen wir es eigentlich verkehrt gerade. Ja, mal schauen.
Mal schauen. Was haben wir hier? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich habe einmal weggeklickt, glaube ich. Ach so, das ist der königliche Typi. Nee, der kriegt nichts von uns. Nee. Der kann mich mal gern haben. Du kriegst nichts. Eine berührende Geschichte über Schminke. Das ist sehr berührend. Ja. Mal schauen, wann sich Brauner uns anschließen wird oder ob sie die Flucht ergreifen möchte, wobei sie dann wahrscheinlich diese Flucht mit dem Leben bezahlen wird, was ich einfach nicht hoffe, weil ich finde, die können wir ganz gut gebrauchen. Wir können einen Künstler hier gebrauchen, um ein bisschen alles zu verschönern auch. Und ja, mal gucken, was so passieren wird in der nächsten Folge. Waren einige Geschichten, die wir heute wieder in unser Geschichtendokument schreiben können, in unser Tagebuch sozusagen. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über positive Bewertungen und zwar immer. Ich lese auch alle Kommentare. Das heißt, gebt gerne ein Däumchen nach oben und schreibt einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.